Hallo miteinander, herzlich willkommen bei Havebus, dem Verkehrsunternehmen fürs Havelland. Wir haben heute Besuch von unserer Azubine Isabella Cabot und unserem ehemaligen Azubi Nico Kochmann. Wir wollen über eure Ausbildung sprechen, das heißt, was habt ihr gelernt, erlebt und was könnt ihr zukünftigen Bewerbern an Tipps und Ratschlägen geben? Fangen wir doch einfach mit dir an, Isabella. Isabella, du bist seit August letzten Jahres bei uns. Für welchen Ausbildungsberuf hast du dich entschieden und warum? Ich habe mich für den Beruf Berufskraftfahrende Personenverkehr entschieden, einfach weil ich es liebe, Verantwortung zu übernehmen und anderen einen Gefallen zu tun. Und das habe ich beides in diesem Beruf drin. Was hast du in den letzten Monaten bisher alles so gelernt? Hast du dir die Ausbildung so vorgestellt, wie sie abläuft, oder hast du dir das ganz anders gedacht? In den letzten Monaten, also jetzt im ersten Lehrjahr, also ist man ja in der Werkstatt und da haben wir bisher gelernt, alles rund um den Bus eigentlich, die Reinigung und die Wartung und alles zu Kraftstoffen, alles Mögliche. Und ja, ich habe, wenn man sich jetzt so den Beruf vorstellt, dann rechnet man natürlich nicht damit, im ersten Lehrjahr in der Werkstatt zu arbeiten, sondern denkt sich, ja, man setzt sich in den Bus, macht den Führerschein und dann geht's los, aber nee. Man muss erst in die Werkstatt und damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Okay, hat es dir aber gefallen in der Werkstatt? Also fandest du den Bereich interessant? Tatsächlich schon, ja. Ich fand es interessant, mal die ganzen Komponenten von den Kraftomnibussen kennenzulernen. Beschreibe doch bitte kurz, wie die Aufteilung zwischen der Praxisphase und dem Betrieb in der Berufsschule aussieht. Wie sind die Blöcke aufeinander abgestimmt? Also ich finde tatsächlich ziemlich gut, denn jetzt im ersten Lehrjahr, wo man in der Werkstatt ist, haben wir in der Schule nämlich so Themen wie Kraftstoff- und Güterverladung, also das passt ganz genau dazu. Und in den nächsten Lehren, wo man dann selbst in den Bus steigen muss, da kommen dann auch Themen wie Routenplanung und so dran. Also ich finde schon, dass es gut abgestimmt ist. Der Beruf Kraftfahrer ist ja immer noch so von der Männerwelt dominiert. Kommst du damit gut klar? Kannst du andere weibliche Bewerberinnen trotzdem empfehlen, sich auf diese Ausbildung zu bewerben? Also ich finde das sogar gar nicht und habe es auch nie so gesehen eigentlich. Denn schon damals, als ich auch selbst noch zur Schule gegangen bin und immer den Bus genutzt habe, habe ich genügend weibliche Busfahrerinnen gesehen und das kam mir auch immer so vor und heute ist es auch immer noch so. Also jeder kann fahren und wenn man Spaß dran hat, dann sollte man es auch machen. Deine Bewerbungsphase ist ja nun schon so ein Jahr her. Wie fandest du den Bewerbungsprozess und was würdest du anderen Jugendlichen raten, die sich für unsere Ausbildung bei uns interessieren? Also mein Bewerbungsprozess ging damals relativ schnell. Ich weiß noch, ich habe mich per E-Mail beworben, wie man das ja heutzutage so üblich macht, und war dann auch nach knapp einer Woche sogar schon beim Vorstellungsgespräch. Und anderen Jugendlichen raten würde ich auf jeden Fall immer auf die Webseite der Firma erstmal schauen, sich informieren und auf jeden Fall auch über den Beruf selbst informieren, auch über die Arbeitszeiten und alles, weil man muss ja auch anders arbeiten in dem Beruf. Und ansonsten, wenn ihr Spaß dran habt, dann los! An. Danke, Isabella, für das Gespräch. Gerne. So, nun zu dir, Nico. Du hast so vor 3 Jahren deine Ausbildung als Berufskraftfahrer im Personenverkehr bei uns abgeschlossen. Hat dich die Ausbildung gut auf die spätere Tätigkeit vorbereitet? Ja, das kann man nur durch und durch sagen, dass die Ausbildung mich selbst und meine persönliche Reife weitergebracht hat in meinem Berufsleben. Gerade die Ausbildung hat mir viel gezeigt, was an Eindrücke hinter den Kulissen, was man noch nicht so kannte, in der Verwaltung, in der Werkstatt, die Berufsschule, was in die auf dem Weg mitgegeben hat, die Theorie, die man dann in der Praxis gesehen hat bei uns in der Verwaltung, in der Werkstatt, das technische Verständnis, was einem nähergebracht wurde und alles so, was der Ablauf, der reine Betriebsablauf, der hinter der ganzen Planung und die ganze Entwicklung, die zu der letztendlichen Linienfahrt von unseren Bussen täglich um Havelland kommt, das hat uns alles Verständlichkeit dahinter gezeigt oder gebracht. An welches besondere Ereignis kannst du dich erinnern? Was hättest du dir von deiner Ausbildung oder vor deiner Ausbildung nicht zugetraut? Ja, das würde ich mal verknüpfen, die Frage. Also ich bin schon innerhalb des 3. Lehrjahres hier. Wir haben immer jährlich so eine Sonderveranstaltung, Nation of Gondwana. Das ist so ein riesengroßes Festival, das hier in Grünefeld um der Ecke Nauen stattfindet. Und da durfte ich schon im 3. Ausbildungsjahr mit, sag ich mal, teilnehmen und gerade auch nach der Lehre im ersten Jahr hier bei Havebus dann als Arbeiter mitfahren. Das sind einfach mal Menschenmassen, da tausende Leute, die man da vom Bahnhof Nauen hier nach Grünefeld zu diesem Festival befördert. Und
da einen Bus, sag ich mal, mit 180 Mann da voll besetzt zu bewegen, mit voller Auslastung und das mit letztendlich 18, 19 Jahren schon selber mitzuwirken in diesem Unternehmen und bei dieser Veranstaltung gerade, die immer so außerplanmäßig von so normalen alltäglichen Linienfahrten stattfinden. Du warst zeitweise nicht im Havelland tätig. Wo warst du und warum bist du wieder zu Havelbus zurückgekehrt? Ja, ich war nach meiner Ausbildung, ein halbes Jahr später bin ich vom Havelland hier geflohen, sagen wir mal so. Da hat es mich nach Hamburg gezogen. Dort hatte ich dann auch bei der Hamburger Hochbahn AG in Hamburg angefangen zu arbeiten. Das hat damit zusammengehangen, dass ich viele Freunde in der Zeit, in meiner Jugendzeit, sagen wir mal sozusagen, kennengelernt hatte und unterwegs war zu meinem Hobby, zu Fußballveranstaltungen, den HSV in Hamburg. Und dadurch war ich jedes Wochenende schon damals in der Ausbildungszeit in Hamburg bei meinen Freunden und bei meiner, sozusagen, meiner Leidenschaft, meinem Hobby nachgegangen. Und da hatte ich gedacht, mit so jungen Jahren geht man den ersten Schritt und zieht nach Hamburg in einer Weltstadt und in meiner schönsten Stadt auf der Welt. Und da hatte ich dann auch gearbeitet und war letztendlich da genau 2 Jahre tätig, habe da viele Eindrücke mitnehmen können in einem Großstadtunternehmen, was auf der Welt eigentlich oder in Europa bekannt ist. Habe da viele Schichtmodelle gefahren, bin unter anderem Nachtbus gefahren, war zeitweise nur nachts unterwegs auf den Straßen in Hamburg und bin dann wieder nach genau 2 Jahren wegen meiner Familie, wegen meiner alten Heimat und doch heimatverbunden wieder zurückgekommen und bin jetzt wieder seit 2021 im Januar hier, im 1. Januar wieder hier bei Havelbus tätig und ansässig. Schön, da freuen wir uns, dass du wieder zurück bist. Was würdest du Isabella auf den Weg geben? Worauf sollte sie den Fokus während der Ausbildung legen? Sie sollte, kann ich ihr nur sagen, jedes einzelne Teil, den sie zusätzlich während der ganzen Ausbildungszeit neben der Berufsschule und hier bei Havelbus in der Praxis an Informationen, sei es von Kollegen, von zusätzlichen weiteren Lehrgängen, eventuell kleinen Weiterbildungen so in der Ausbildung schon, da kann ich nur von reden, dass wir zusätzlich Lehrgänge damals angeboten bekommen haben in ZHL Ludwigsfelde, wo nochmal viel dann Technik beigebracht worden ist und technisches Verständnis nähergebracht worden ist. Und diese praktischen Erfahrungen, da wir auch schon im 3. Ausbildungsjahr mit nach Linte zu diesem Fahrsicherheitstraining konnten vom ADAC, das gibt einem selbst nochmal so zu 100% nochmal die Sicherheit und neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. Und das alles an Wissen und Erfahrungen und neuen Erkenntnissen, die in kurzer Zeit eigentlich auf einen zukommen, sollte man alles bündeln und wirklich mitnehmen und für später für sich nutzen und weiter lernen immer wieder. Wie war die Zusammenarbeit mit den Kollegen während der Ausbildung und was hat sich geändert, als du dann ausgelernt hast? Ja, also zu der Zusammenarbeit kann ich nur sagen, es ist so eine kleine Havelbus-Familie, sagen wir mal so. Bei mir war es so, ich kannte viele Kollegen schon von vornherein, dadurch, dass man ja auch viel zur Schule mit Havelbus schon gefahren ist und man sehr interessiert war an die ganzen Bustechnik und Busfahrerei. Und das hat sich hier nur wieder bestätigt, ob es in der Verwaltung war, in der Einsatzplanung, in der Werkstatt oder später dann im 3. Ausbildungsjahr in den täglichen Linienbetrieb, wo dann alle mitwirken und die ganzen Kollegen und Fahrer auf einen zukommen, wurde man herzlich aufgenommen. Man war immer so das junge Küken, sag ich mal noch, unter den ganzen Fahrern. Aber das wurde alles super in einen Kreise geschlossen. Wir sind so eine kleine Havelbus-Familie und jeder Busfahrer grüßt den anderen, auch wenn es 10-mal am Tag ist. Und das ändert sich auch nach der Ausbildung nicht. Man wird übernommen hier quasi genauso, wie man als letzten Lehrtag abgeschlossen hat, mit einem Lächeln. Und das ist auch immer fortlaufend so weiter. Auch jetzt nach meinem beruflichen Werdegang, wo ich das 2. Mal wiedergekommen bin und wo ich damals abgehauen bin. Das Pensum war immer gleich an Freundlichkeit und das hat auch Bestand, immer noch. Wie stellst du dir dein weiteres Berufsleben hier bei uns vor? Ja, mein weiteres Berufsleben, das ist auch ein Grund, warum ich noch auch nochmal zurückgekommen bin. Für mich war schon immer eine Erfahrung gebracht, dass ich mich noch nach der Ausbildung weiterbilde. Das tue ich jetzt auch gerade, also habe angefangen damit. Ich bin gerade fertig damit, meinen Ausbilderschein zu machen, dass ich Ausbildung der Ausbilder nennt sich das. Den habe ich gerade abgeschlossen. Und für mich geht es dann jetzt im Sommer weiter zur Meisterschule. Ich besuche die Meisterschule, lege dann innerhalb von 2 Jahren meinen geprüften Meister für Kraftverkehr dort ab. Das ist die erste Weiterbildungsstufe von unserem Berufsbild quasi. Und der ist gleichgestellt nachher mit einem Bachelorstudium in einer schulischen Einrichtung. Bloß in der Praxis jetzt bei uns arbeitstechnisch. Und danach ist, oder jetzt schon in Aussicht für mich, eine Stelle in der Einsatzleitung vorne als Einsatzleiter, Fahrdienstleiter
in der zentralen Fahrdienstleitung genauen. Und das in meiner nächsten 2 bis 3 Jahre, die jetzt schon begonnen haben, wird eine sehr erfahrungsreiche, neue, wissbegierige Zeit wieder werden, wo auf einen viel zukommt. Und ja, aber da gehe ich wie bei allen eigentlich immer positiv und mit vollem Ehrgeiz immer ran. Und man soll alles mitnehmen, was man bekommt, gerade in den jungen Jahren noch, und so schnell wie möglich. Und das kann einen selbst nur weiterbringen und fürs Unternehmen, sagen wir mal, auch noch in den jüngeren Altersgruppen, sagen wir mal, wieder vorantreiben. Also wie man sieht, hat man auch nach der Ausbildung zum Busfahrer auch noch mehrere Wege offen. Vielen Dank für das Interview. Genau, bitteschön. Das sagen Isabella und Nico über unsere Ausbildung bei Hafebus. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dem Interview einen kleinen Einblick in die Ausbildung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer bei Hafebus geben. Hallo miteinander, herzlich willkommen bei Hafebus, dem Verkehrsunternehmen fürs Hafenland. Wir haben heute Besuch von unserem